Es sind Sachen passiert. In mehrerer Hinsicht. Erstens, es kam ein neues Update. Das richtig Geile ist, du kannst hier ineinander bauen. Also, es gibt keine Fehlermeldung. Wenn du hast, kannst du bauen. Ist ja wichtig. Wir haben ja mit dir jetzt gerade mitbekommen, wie wichtig doch so eine Beleuchtung ist. Also, mein Plan ist, dass ich das hier oben hinstelle. Dann kann ich mich auch sehen, beim Bauen. Oh, jetzt kommen sie. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sunken Land mit mir, den Karbin, in seiner Kabuze und chronischen Materialmangel. Denn es sind Sachen passiert. In mehrerer Hinsicht. Erstens, es kam ein neues Update. Weil ein bisschen spooky war. Ich habe gedacht, ich muss komplett von vorne anfangen, weil der Spielstand leicht geschrotet war. Also quasi, ich bin gestartet, die Base war nicht da. Sie war einfach nicht da. Dann habe ich neu geladen, dann war sie auf immer da gewesen, aber dann hatte ich Fehlermeldungen gehabt und dann ist das Spiel gecrashed. Dann habe ich nochmal gestartet, dann habe ich gebaut und dann war alle weg und dann, naja. Egal. Bis jetzt haut alles hin. Also, dreimal Holz und so, klopf, klopf und so, ne? Also. Was hat der Karbin denn gemacht? Also, wie ihr seht, habe ich hier den Aufgang ein bisschen geändert, weil die Treppe, die war kacke. Habe ich gedacht, machst du hier so einen Aufgang. Und ich habe mir... Es gibt nämlich hier so zaummäßig und das habe ich jetzt hier so hingebaut. Und den Schlafsack habe ich hier oben hingesetzt. Ja, da muss ich noch ein bisschen was dran bauen. Das richtig Geile ist, du kannst hier ineinander bauen. Also, es gibt keine Fehlermeldung. Wenn du hast, kannst du bauen. Das ist das Schöne. Das heißt aber, ich muss jetzt erstmal Material zusammenfahren. Das Blöde ist, ich war nämlich schon wieder drüben, die Insel, die wir letztes Mal geradet haben. Und habe den Rest da rausgepult. Naja, das muss ich erstmal rausholen. Achso, und das ist, was noch da war. Aber ist nicht so schlimm. Denn, das kriegen wir schon alt hin. Was wir nicht hinkriegen, also, nee, das ist falsch. Was wir hinkriegen müssen, wir müssen die nächste Stufe der Werkbank freischalten, denn... Weil sonst kann ich nämlich die Schmelze nicht freischalten. Und die Schmelze bräuchte das. Oh. Oh, das ist nicht gut. Aber erstmal würde ich sagen, schalten wir die nächste Stufe frei, wa? Oh, Alter, 10 Stück machen wir dafür. Upsi. Warten Sie mal kurz. Ich muss mal gucken, was meine Sparkasse sagen tut. Die sagt, kein Anschluss unter dieser Nummer. Gut, das habe ich. Ich habe auch die ganzen Bäume da drüben gefällt, ne? Ich habe auch die Reifen auseinandergenommen und hast du nie gesehen. Habe ich alles gemacht. Naja, gut. Es ist ja nur ein Tauchgang entfernt. Achso, ich bin jetzt dabei, noch ein paar Kisten nebeneinander hinzustellen. Welche ist ja nun egal. Ob nur ein Eisen oder Dings. Naja, die halten ein bisschen mehr aus. Aber mir hätte mehr so gefallen, wenn die auch... mehr, eben halt mehr hätten, wisst ihr, so Inhalt, passend technischerweise. Macht das Sinn? Wenn da ein bisschen mehr drin passen würde, das wäre schön, aber naja, gut. Okay, 5 Stück fehlen uns noch. Das sollte ich noch hinkriegen, bevor die Nacht einbricht. Ich brauche ja bloß kurz mal hier rüber tauchen. Was ich auch in Angriff nehmen muss, ist der Hai. Ne? Also ich bräuchte den Hai für den größeren Rucksack. Und der ist ja bei der Villa. Villa, Villa, Villa Riba. Oder Villa Bachung. Entschuldigung. Also den müssten wir hinkriegen. Sag ich jetzt mal so. Aber erstmal möchte ich die nächste Stufe freischalten. Wie gesagt, da brauchen wir ein bisschen Material für. Aber das kriegen wir schon hin. Zum Beispiel, da haben wir schon mal Schrott. Ist jetzt nicht das, was wir suchen, aber vielleicht habe ich da ein oder zwei Stücken drin. Nee, das ist reiner Schrott. Ja, das ist ja mal Schrott. Ich habe bloß noch einen Platz frei. Nee, stimmt nicht, zwei. Weil, wie gesagt, wenn ich das runterziehe, kann ich das auch dadurch verteilen. Die Verteilung macht das. Muss ich aber kicken, was ich aufsammeln. Was tät er denn aufsammeln? Muss er erstmal gucken. Och nö. Ja, nee, doch. Geht klar. Jo, ich hätte auch das Boot nehmen können, ne? Aber das wäre zu einfach für mich. Warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Das wisst ihr doch.
Da bin ich pro drin. Also sich das zu komplizieren. Zu verkomplizieren. Mit Krieg hin. Aber Struktur hin zu kreieren? Pff, kann jeder. Nee. Also ich würde mal sagen, eigentlich bis jetzt lüftet euch ja nicht so schlecht, oder? Oder was sagt ihr? Ich würde sagen schon, wa? Also bis jetzt, wir haben schon mal eine Base zu stehen. Das ist doch schon mal viel wert. Warte mal, hier ist ein LK-Watsch, wa? Ja, genau. Kann ich dich nicht? Doch, kann ich. Durchsuche. Ja, das war natürlich klar. Das war natürlich klar. Klar war das klar. Klar hieß er ja nicht. Und er geht schon wieder los, looten mit dem vollen Inventar. Hast du denn gar nichts hier gelernt? Doch schon, aber die Umsetzung ist immer bei mir haperhaft. Haperhaft. Akelhaft, Mensch. Jo, dann können wir das, dann können wir die Schmelze herstellen. Ich glaube, dann sind wir da auf dem guten Weg. Dann kriegen wir nämlich die nächste Sache freischalten. Ne? Das sollte möglich sein. So, was mich schmeißt der Tier hin. Achso, und die Sau war schon wieder da. Ich bin der Meinung gewesen, wir hatten die Sau letztem abgebaut, ne? Also, dicke Sarin. Den sollte ich machen. Bevor ich hier jedes Mal nachschaue, was ich brauche. Ach, der kannst du ja nicht anpinnen. Du kannst bloß Baugegenstände anpinnen. Gut. Naja, die 10 Stück sollte ich mir merken können. Gerade so. So, schiebe die Kiste ins Wasser. Ist der? Karbin, ist denn so schwer? Hey? Bin jetzt nicht fahren gedrückt? Jetzt. Ich bräuchte das Paddelboot. Das Segelboot, so rum. Das ist schon gut. Aber tätig das andere haben, bräuchte ich nicht hier treten und so. Das würde Ausdauer sparen. Sparenderweise. So, jetzt muss ich erstmal kicken, wo war der denn jetzt? Absteigen. Arschbombe. Wo habe ich den? Ah, ich hab den schon wieder lost. Egal. Ich werde den schon wieder finden. Hallo? Ah, einen Teil haben wir schon mal. Gehen uns nur noch 4. Oder ist das runde Ding? Die Runde muss ins Eck hier. Das war doch hier. Da ist er doch. Nee, ist er das? Nee, ist er nicht. Das ist ein Haus. Das ist Schwefel? Nee, hier war das nicht. Ja, der Karbin verliert ganze Autos. Das musst du erstmal hinkriegen. Vor allen Dingen, das war ein großer, das war ein Transporter. Der war doch hier gewesen. Ich bin hier lang? Dann bin ich da durch? Dann war ich durch? Und dann sind wir durch. Naja, gut. Ich täte den schon irgendwann mal wieder finden. Spätestens dann, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Ihr habt ja noch Autos. Andere Autos, meinte ich. Ja, ich hab's gesehen. Ich will bloß schneller looten. Das war knapp. Aber das war doch hier so in so einer Rille drin gewesen. Da bin ich mir ganz sicher. Rillenderweise war das. Das war in so einer Spalte. Bin ich da weiter getaucht? Muss ich ja. Sonst wäre der da. Da schon mal wieder ein Auto. Ich nehme so lange, bis ich kriege. länger oben bleiben. Karbin, so geht das nicht. Du musst schon richtig die Lunge durchjauchzen lassen. Jauchzen. Was soll denn das, Karbin? Ein Glas. 3 Stück noch. Diese 3 Stück werde ich doch noch zusammengerabt kriegen, oder? Da ist eine Kiste. Das könnte unsere Chance sein. Habe ich es nie gesagt? Ich hab's gesagt. Und ich hatte recht gehabt.
Ich würde jetzt auch sagen, dass ich das Ding jetzt erfinden werde. Pass auf. Ist da nicht die Spalte? Der Kabin ist nur am Spalten suchen. So, ich muss zurück. Es wird nämlich kühl. Ich frage mich jetzt gerade. Rein theoretisch werdet da drüben clever, aber das ist halt schon zu gebaut. Außerdem haben wir hier schon angefangen zu bauen, also. Also, von cleveren wäre diese Insel idealer, weil größer. Und Eisen und so. Wegen Respawn und so. Aber sobald ich irgendwann mal eine richtig große Insel finden werde, wenn es sowas hier gibt, ich würde sofort umziehen. Also wenn eine richtig, also ich meinte eine richtig große Insel, also nicht hier so 2 Minuten sind wir rübergerufen. Ich meinte so eine richtig, richtig, richtig große. Also richtig groß. Dann würde ich sagen, so ja. Ja. So. Steigen Sie mal bitte aus. Holz. So, jetzt habe ich erstmal die Materialien. Jetzt fehlt mir doch nur noch das Holz. So. Geben Sie mal bitte Holz. Dankeschön. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Nächste Stufe. Zack. Seht ihr? Ach du Scheiße. Und wir können unsere ersten Wummen und Knarren herstellen. Und Mollys! Das ist genau das, was wir brauchen. Eine Kampfrüstung. Ah, da brauche ich geschmiedet Eisen. So, einen Grill. Einen verbesserten Grill. Da kann ich schon mal sagen, dass das totaler Mucht ist. Also für meinen, also, ich habe so gedacht, hier so, den hatte ich nämlich damals im Test gebaut gehabt. Und, hab mir gedacht, naja, dann kannst du 2 auf den Grill schmeißen. Also Fleisch oder 3 oder 4. Nicht die Bohne. Aber wie gesagt, vielleicht da mit den Herd. Ey, nicht jetzt, oder? Bei Nacht. Die kommen jetzt nicht bei Nacht, oder was? Seid ihr denn wahnsinnig? Das ist doch... Ich wusste doch. Wo sind sie denn? Da sind sie. Na, komm mal her. Alter, ich sehe doch nicht. Alter, ich muss das beleuchten hier. Nee, hier. Anno 1. Es tut mir leid, dass ihr so wenig seht, aber ich sehe ja auch nicht viel. Oh, das sind 2. Es war immer noch nicht alles. Ich muss auf jeden Fall eine Beleuchtung hier draußen hinbauen. Seht ihr irgendwas? Da unten. Also ihr werdet wahrscheinlich was sehen, weil ich werde das für euch beleuchten. Das ist clever, Mr. Kabin. Eine Hütte schön in Dunkeln bauen. Na? Merkst du den Fehler? Gut. Okay, erstmal hier die ganze Chose hier beleuchten, wenn es möglich ist. Alter, du siehst hier ja gar nichts. Warum kann ich das jetzt nicht bauen? Achso, weil ich kein Holz habe. Warten Sie mal kurz. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich daran. Dankeschön. Aber so richtig beleuchtet ist das jetzt auch nicht, ne? Ach, und mir ist aufgefallen, dass wir diese großen Feuer können wir jetzt auch in der Hütte hinstellen. So ist das nicht besser? Noch Fragen? Zum Glück, ich habe noch meinen Hammer. Naja, ein bisschen kriegen wir wieder was. Den lasse ich erstmal hier stehen. Na gut, ich hätte auch die Flair nehmen können, wa? Hätte. Fahrradkette. So, Stoff. Ich nehme den guten Stoff. Und setze ihn erstmal für die Beleuchtung ein.
Naja. Ist ja wichtig. Wir haben ja mit dir jetzt gerade mitbekommen, wie wichtig doch so eine Beleuchtung ist. So. Vor allen Dingen, wenn man sie looten möchte. Vorausgesetzt, die haben wir zum Looten. Aber ich muss denn, wie gesagt, das alles noch ein bisschen besser beleuchten. Also noch besser, als es jetzt ist. Weil das Problem ist nämlich, irgendwann fangen die nämlich auch an zu schießen. Das ist nicht so gut. Also wenn sie tun. Und das heißt, ich brauche da eine bessere Beleuchtung. Ist nie so schräg? Ja, ja gut, ich habe jetzt gerade mit jeder rechnet, dass die eigentlich so wandfackelmäßig ist. Ist sie leider nicht. So, da brauche ich wieder ein bisschen Holz. Das kriegen wir auch hin. Wenn ich sowas noch habe. Aber wir werden bald sowas kriegen, weil ich nämlich Bäume eingepflanzt habe. Mhm. Habe ich wirklich gemacht. Da waren auch noch vier drin. Ich habe sie gesehen. So. Naja, gut. Jetzt ist es hier beleuchtet. Ich müsste hier hinten noch. Aber ich glaube nicht, dass ich sowas auf den Boden setzen kann. Oder? Kann ich? Ah ja, bitte ja mal Problem. Nee, kann ich doch. Naja, gut, jetzt fehlt hier noch ein bisschen was. Der Kabin braucht mehr Holz. Das machte ihm stolz. Denn der braucht ein bisschen Licht. Sonst seht ihr nämlich nichts. Und wenn ich das hab, kann ich weiterbauen. So ist der Plan. Achso, Eisen fehlt mir, Idiot. Na, Kabin, willst du noch ein bisschen Holz sammeln? Ja, eigentlich schon. Rauchen kann ich's ja immer. So. Gut, hier ist noch ein bisschen dunkel, aber wie gesagt, das wird später halt noch verbessert. Das wird später mal abgerissen und dann gegen besseres Licht ausgetauscht. Aber so ist es doch erstmal schon ja nie so verkehrt, oder? Ja, ein bisschen mehr sieht man als vorher. Naja. So. Täten wir das haben. Alter, draußen ist es besser beleuchtet als hier drinnen. Das muss auch erstmal hinkriegen. So, warten Sie mal. Aber ich kann da auch eine Deckenleuchte ran zimmern. Da fehlt uns aber ein Seil. Das kriegen wir nämlich auch hin. Das bekommen wir doch auch hin. Das ist eine schöne Lampe hier ran. Hier würde ich sagen, wa? Das ist doch cool, oder? Vielleicht hier noch eine drin, wenn ich nächste. Was fehlt mir jetzt nochmal? Ach, nochmal ein Seil. Kriegt das nochmal hin? Klar, kriegt das nochmal hin. Kriegst du ja nochmal zwei hin. Nur hätte ich das machen sollen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das nie gesehen, dass ich das gemacht habe. So, gut. Beleuchtung ist da. Ich hoffe, euch ist das angenehm. Also angenehmer als vorher. Also, wo war ich jetzt? Das ist die Destille. Das ist eine fortgeschrittene Destille. Die Luftstation brauchen wir später. Das ist der Ofen, den wir jetzt brauchen. Also, wir brauchen Holz. Das kriegen wir auch hin. Dann können wir nämlich wenigstens schon mal den Schmelz... Ofen hinstellen. Ist denn noch was da? Hey, Tatsache, ist noch was da. Krass. Also wir können das jetzt erstmal bauen. Plastik. Er hatte Plastik vergessen. Wie konnte er das Plastik vergessen? Hab's doch. Ist doch alles cool. Ist doch alles cool. Jetzt hat Holz. Ein Bäumchen ist ein Träumchen. Ich hoffe, dass es bald heller wird. Es ist zwar schön, wenn ihr das seht, aber ich würde es auch gerne noch sehen.
So. Ein Schmelzofen. Herstellenderweise. Da. Oh, die Waffenbank können wir denn auch herstellen. Wenn wir das haben, können wir die Waffenbank herstellen. Nice. So, warte mal, ich mache jetzt erstmal eine Markierung. So. Plastik, da haben wir es. Es fehlt bloß noch Schrott und... Oh. Das ist Nahrung. Weiß ich jetzt... Ah, nee. Sollte ich erstmal genießen. So. Das haben wir. Bis zum Verkaufen. Vielleicht sollten wir doch mal nachkicken beim Händler, ne? Bei der Händlerine. muss ich nochmal tauchen? So, hat aber auch... Können wir gleich machen. Ist ja bald wieder Tag. Ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal beim Händler nachschauen, ob wir uns schon waffentechnischerweise eindecken können. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Oder was sagt er? Weil wir können ja jetzt eh noch nicht tauchen. Also könnten wir schon, aber was bringt mir das, wenn ich nichts sehe? Gut, jetzt würden wir das wahrscheinlich erkennen. Wisst ihr was? Wir packen uns erstmal unser Inventar ein bisschen mit verkaufbarem Zeug. Hier, so was. Das ist ja... Ups. Keine Panik. Schmeißt nochmal schnell darin. Aber wertvoll als Scheiß ist das da. Brauche ich doch. Wie gesagt, das ist ja alle Deko. Aber ich glaube, man kann das auch eintauschen, ne? Ey, wenn das wenigstens Rüstungswert besser wäre oder so. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal noch einfügen. Schauen wir mal. So, warten Sie mal. Das bewegt mich. So war mein Plan, dass ich das alles erstmal dann sortiere, wisst ihr? Und dann alles so rüberstapel. Also von da, na da, in eine Reihe, so übereinander, so richtig schön viele Kisten. Ist ja ein Lootspiel. Wo ist denn die Händlerin hin? Die schon mal jemand gesehen hier? Ja, jetzt sehe ich. Ich hab sie gesichtet. So, ich bin gespannt. Weil ich möchte mir nämlich das Tauchgerät holen. Ich weiß, dass das nicht so der Burner sein soll. Aber ich möchte es haben. Wird wahrscheinlich auch arschteuer sein, ne? Und außerdem brauche ich dann eine Ladestation und Batterien. Und das ja nicht mal so wenig. Oh, und dann habe ich gesehen, auch wieder bei Hirnsturz, Kopflampe. Also, Junge, Junge, nee, ist das ein Fernfluter. Aber es ist irgendwie noch nie so ganz justiert, war, würde ich mal sagen. Denn das gibt nämlich da das Problem des Verschleißes der Batterie. Das soll nämlich ganz schön also, was soll? Was heißt soll? Es ist ganz schön extrem. Mich gesehen gehabt und ich, oh geil, das will ich auch haben. Und dann habe ich gesehen, die Verschleiß der Batterie. Ich will es doch nicht haben. Also, ich will es schon haben, aber. Ja, ja. Warten Sie mal, kann ich das jetzt hier so einfach hier so rinnen? Und dann krieg was dafür. Ditte? Eher nicht. Na, das ist ja mal Mucht. So, die Pistole brauche ich mir nicht holen. Könnte ich mir so ja leisten. Für eine Uhr. Aber das ist ein Einzelschuss. Die kannst du mal behalten, Junge. Mädel. Ich würde aber gerne... Oh, Alter, das brauche ich. Ballistische Fasern. Weil das brauche ich mich für Rüstung. Das habe ich mich gesehen. Und hier sind die Batterien. Warten Sie mal. Wenn ich Ditte jetzt... warten Sie mal nochmal. Ditte und Ditte mit drin schmeiße. Ist Ditte denn vielleicht besser? War noch nicht. Was willst du denn dafür haben, Mensch, Mädel?
kriegst du nicht. Da kannst du vergessen. Scheint wohl doch ganz schön teuer zu sein. Dann würde ich mal sagen, ich bin jetzt erstmal auf Sparbasis, wa? Ups, das ist ein bisschen viel, wa? Dann spreit mir das Ding zusammen. Naja. Danke, du Abzockerin. Sagen Sie mal, wie sieht's denn hier? Naja, gut, wir sind hier nicht bei Seven Days, ne? Also. Aber du hast ja hier noch. Alter, hier stimmt ja, hier ist ja auch noch eine Kiste. Na? So krieg ich wenigstens den Scheiß zusammen. Ohne zu tauchen. Ha! So, was haben wir hier? Nischt. Hab ich mir mehr erwartet als nischt. Nischt ist ein bisschen wenig. Aber gut. Und das haben wir schon mal zusammen. Und das Holz nehme ich auch mit. Alter, ich wollte ihr. Ich nehme ihr alles weg. Sie hat uns beschissen, also bescheiß ich sie jetzt. Also irgendwie. Mein Inventar. Mein Achilles. Sie hat's entdeckt. Einfach bloß genug Stuff unterbringen. Er wird sich nicht dagegen wehren können. Na, hast du gedacht, wa? Ich hab nämlich ein Boot mit bei. So. Ich baue mir jetzt eine Schmelze. Volle Möhre. Also wenn ich jetzt hier erstmal runterkomme. Hallo? 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 Nein. Steigen Sie bitte aus. Schieben Sie bitte das Boot. Das ist falsch. Versuchen Sie es nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Warte. Ich muss doch mit. So. Da ist auch. Ist das die große Insel? Wo wir drauf waren? Nee, das ist sie nicht, ne? Das ist die gewesen. Ihr seid die Nächsten. Wenn ich eine Bewaffnung habe. Naja, gut. Wir müssten erstmal mehr looten, dass ich mir eine Bewaffnung leisten kann, wa? Ja, vielleicht so einzeln. So Stück für Stück, würde ich sagen. Aber erstmal brauche ich eine Rüstung. Und damit meinte ich nicht. Ich habe noch ja keine. Stimmt, da war ja auch noch was. Da brauche ich nur Seile. Erstmal eine Bisse, das ist besser wie gar nichts. Wisst ihr, dann habe ich wenigstens ein bisschen Schutz. Und solange die Sachen noch keine Werte haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie bei den anderen Klamotten das ist. Weil ich bin schon der Meinung, dass eine Tactical Weste mehr haben sollte als eine normale Weste. Aber gut, wer bin ich? So, falsche Kiste. Immer noch falsche Kiste. Hat ich nicht genug gehabt? Habe ich das schon wieder da reingeschmissen und hab's vergessen? Fragen über Fragen. Ich würde sagen, nö. Gut. Kann doch sein, was ich mir das eingebildet habe. Naja, gut. Ist ja nie das Problem. Das ist noch ein Auto. Das sollte nicht das Problem sein, Plastik zusammenzukriegen. Ich habe gerade gedacht, ich habe da Reifen gesehen. Naja. Ey, ich will wenigstens noch die Schmelze hinkriegen im Spiel. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? So, schnell noch was essen. Was ist denn das da? Ah, nee, das sind keine Haie. Aber da unten ist ein Elkerwatsch. Der Elkerwatsch, der dürfte eigentlich Plastik haben, oder? Schrott, Benzin, Teile. Gummi.
Ist nicht dein Ernst, oder? Mann, ja, ist doch gut. Selber schuld. Ist ja schon Villa ohne Boot los. Ich dachte, das reicht. Ach, Mann. Muss denn das Sinn? Musst du jedes Mal los ohne Inventarplatz? So langsam musst du das ja mal lernen. Ich glaube, da werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Bis ich irgendwann mal mein Zeug aus dem Inventar packe. Man könnte es ja irgendwann mal gebrauchen. Der wird nie schlecht. Mit die Bandagen sollte ich eigentlich mal darin schmeißen, ne? Das wäre wahrscheinlich ja nicht so, so unclever, meinte ich natürlich. So, platzieren. Eigentlich wollte ich fahren. Hallo? Ich schubse dich. Schubs, schubs. Und zwar in die richtige Bahn. Bis in diese Richtung. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen besseren Stuff. Es würde wirklich interessant, könnte interessant sein, wirklich mal dahin zu schwimmen. Wenn mein Inventar nicht mehr. So, die müsste ich dann auch nochmal killen, weil für den ganz großen, also für den größeren Rucksack, bräuchte ich nämlich die Villa. Du könntest dich ruhig ein bisschen beeilen. Ich würde jetzt gerade sagen, das dauert ganz schön lange. Mein Glas ist auch nicht schlecht, aber ich brauche eigentlich Plastik. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich hab ein Problem. Sonst auch auf jeden Fall. Nee, ich will darin. Genau. Muss ich das eben halt rausnehmen, wenn ich das brauche. Macht Sinn, wa? Weiter geht's. Oh, eigentlich bloß hier weiter runter. Da ist mal genug Stuff drinne. So. Gesagt, schmelze. Bevor die nicht steht, geht nicht. Prioritäten. Jetzt kommt er mit Prioritäten an. Hey, das ist eine Uhr. Ach so. Ein Kleiderbügel. Das sind unsere geringsten Probleme. Aber schöne zu haben. Wie gesagt, Deko oder so, da sollte hier ganz schön viel von geben. Alles nehmen. Und jetzt will er hoch mit dir. Und zwar ganz schnell. Gar kein Problem. Sag mal, das Plastik, habe ich das jetzt... müsste da gereicht haben, ne? Ja, stell noch mal 20 Mal die Farbe um. Nee, ich habe ja kein Plastik. Hä? Ich war fast sicher, dass ich Plastik eingesteckt habe. Hier. Nee, Glas wartet. Gut. Mein Fehler. Ja, wem denn sonst? Da ist Plastik. Yummy. Blum. So. Schmelzen coming. Bin jetzt an überlegen, ob wir denn nach und nach erstmal alle so freischalten werden. Was geht? Und dann erst bauen? Bin mir dann nicht so sicher. Aber da, wie gesagt, dazu brauche ich auf jeden Fall erstmal die Schmelze. Und den Waffentisch. Der ist auch ganz wichtig. Das sind erstmal das, was ganz oben auf der Ding stehen wird. Und dann gibt es noch was für Klamotten. Das müssen wir uns auch noch besorgen. Auf jeden Fall. Das müssen wir tun. Der Karbin ist gelandet. Der Karbin hatte Holz aber nie mit bei. Noch nicht.
Aber jetzt. Das Ding freut sich so doll, mich zu sehen. Alter, was ist denn nicht schon wieder los? Ah, hier, Benzin. Und das kannst du auch. Ja, das muss da alles raus. Dessen bin ich mir bewusst. Ich muss mir mal eine Tür bauen, wa? Hier ist Tag der offenen Tür. So. Also, mein Plan ist es, dass ich das hier oben hinstelle. Dann kann ich mich auch sehen beim Bauen. Oh, jetzt kommen sie. Weil ich weiß ja, dass ich in so eine Sachen sehr schnell abgelenkt bin. So, jetzt brauche ich Ditte da. Aber ich kann jetzt erstmal Holz drin schmeißen. Und Eisen. Ich glaube, ich brauche für die nächste Stufe 5x5, ne? Also 5 Kupfer und 5, glaube ich, war das. Sag ich doch. Ja, ja. Wie gesagt, ich könnte auch das machen erstmal, aber ich will den harten Scheiß. Das klingt so verkehrt. Ich meinte die harten Sachen. Das soll schon... Ah, seht ihr, ich könnte mir so ja denn eine Pistole holen. Also... Ist nicht denn cleverer, wenn ich erstmal den Tisch mache, Karbin? Was brauche ich denn für die Werkbank normal? Achso, da brauche ich ja 4 Eisen. Gut, dann mache ich erstmal die 4 Eisen. Für die Werkbank. Endlich! Er macht's! Wahrscheinlich diesmal richtig. Vielleicht. Das kann man bei ihm nicht sagen. So, also mal, gehen wir da ihn hinstellen. So. Mach hinne. Wahrscheinlich brauchen wir wie bei 7 Days 12 Stück dafür. Aber davon. Aber das ist nicht heute unser Plan. Das, was ich machen wollte, habe ich geschafft. Schmelze steht. Hat ein bisschen dauert. Gut, also. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und ich würde mal sagen, morgen machen wir uns die Waffenbank. Und dann gehen wir rüber zur Insel. Dann ballern wir die weg. Oder werden weggeballert. Eins von denen. Da bin ich mir noch nicht so ernst schlüssig. Schauen wir mal. Also, bis denn, ich bin raus. Tschüss.